Ja, Servus, grüß dich und moin moin. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Ja, heute ist Gold das Thema. Ihr habt es euch gewünscht. Also gehen wir einmal auf den Goldchart ein. Ich verweise nochmal auf das letzte Video. Ich verlinke euch das hier oben drüber vom, ja, vorletzten Freitag. Da standen wir kurz vor dem Durchbruch und hat an dem Wochenschlusskurs hat sich vieles aufgehangen, warum wir jetzt davon profitieren. Das erfahrt ihr hier im heutigen Video. Und natürlich gucken wir uns auch eine Barrick Gold an, eine Newmont Gold, eine Newmont Mining. Dann gucken wir uns Fresnillo an und Osino Resources aus Namibia, warum alle vier Aktien interessant sind, aber auch unterschiedlich ticken. Gut, also ab rüber an den Chart. Hier seht ihr den Goldchart. Ich nehme euch das noch mal kurz auseinander für die, die jetzt frisch hier auf dem Kanal dazugekommen sind. Das waren doch einige in den letzten Wochen. Und wir sehen hier diese erste impulsive Aufwärtsbewegung, ja, die im 99 angefangen hat und dann hier im September 2011 zu Ende gegangen ist. Ja, wellenförmig 1, 2, 3, 4, 5. Ja, beim Elliott-Wellen sind halt die 1, 3 und 5 impulsiv und die 2 und 4 entsprechend korrektiv. Wenn wir uns das angucken, das ist typisch für den Rohstoffbereich, das bitte einmal einprägen. Die Welle 5, ja, also hier übergeordnete Welle 1, die sich in diesen 5 Wellen aufschlüsselt. Die Welle 5 ist im Rohstoffbereich meistens die längste. In anderen Märkten ist es meistens die Welle 3. Wenn ihr euch das anguckt, mit Hilfe der Fibonacci-Zahlen, ist diese Länge, ja, also von hier vom Startschuss, von der 0 quasi bis zur 3, auf das Tief gelegt der 4, ist die Welle 5 das 1,618-fache gewesen. Ja, von dieser Bewegung, also von 0 bis zur 3, war diese Welle 5 das 1,61-fache so lang. Ne? 1944 sollte das hoch sein. Optimum war dann 1920. Ja? Das sind so versteckte, ja, versteckte Kennzahlen im Raum, die keiner sieht und weiß, warum dreht dann an so einer Stelle der Kurs. Nehmen wir das raus, aber behaltet das im Hinterkopf. Danach gab es eine Korrektur. Diese komplette Aufwärtsbewegung wurde zu 50% relativ genau korrigiert. Ja, 50% wären bei 1086 erreicht gewesen und gedreht hat er hier im Low bei 1046 US-Dollar. Dennoch 45% Abwärtsbewegung nur im Vergleich zu den Kryptomärkten. Ja, dauerte das nicht einen Tag. Ja, sondern von September 2011 bis Dezember 2015. 4 Jahre hatte man da entsprechend Zeit. Ja, das geht an den Kryptomärkten, wie wir heute gesehen haben. Oder wenn ihr das morgen schaut, das Video, dann halt gestern mal an einem Tag. Dazu später im anderen Video mehr. Gut, dann Aufwärtsbewegung, die wir hier sehen. Zwei zu Ende, also muss dann wieder etwas Fünfwelliges her. Jetzt gibt es hier aber die Spezialität. Meines Erachtens haben wir hier eine Welle 1, dann korrigiert ABC Welle 2. Und jetzt haben wir eine Aufschlüsselung. Das heißt, diese Welle 3, also die rote römische 3, die uns ja, in den Bereich 3.751 US-Dollar bringen wird. Oder sollte, wir wissen das ja nicht, wir können die Zukunft nicht voraussagen, aber zumindest versuchen wir das ein bisschen. Ich habe euch ja meine Kristallkugeln schon gezeigt. Und das letzte Video, was ich zu Gold gemacht hatte, habe ich euch gesagt, wir müssen hier einen Wochenschlusskurs drüber machen, über diesen Jahrespivot. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das haben wir dann, schaut euch das Video an, ich habe es euch verlinkt. Das haben wir dann auch in der Woche gemacht. Vom 7. Mai meines Erachtens war das. Wir haben hier einen Wochenschlusskurs drüber gemacht. Damit wird automatisch, ja, hier seht ihr das nochmal in groß, das war, Aufnahme war hier bei 1820 Dollar und Wochenschlusskurs war dann bei 1831 Dollar. Damit wird automatisch reine
technische Analyse. Das nächste Ziel, die 2165 US-Dollar freigeschaltet. Was vorteilhaft jetzt gewesen ist in dieser Woche, wir verlassen gerade diesen Trendkanal. Damit, wenn wir das auch mit dem Wochenschlusskurs, heute ist Mittwoch der 19., wenn wir einen Wochenschlusskurs jetzt hier drüber haben, ja, kann es sicherlich nochmal kommen, dass wir hier einen Retest machen. Aber wir brechen hier gerade aus einerseits den Abwärtstrend aus, aber wir überspringen gerade hier wieder so einen schwachen, ja, nennen wir es schwachen, hier Aufwärtstrend. Das heißt, danach sind nicht nur die Allzeithoch freigeschaltet, sondern halt das Erreichen hier drüber. Gleichzeitig, wenn das passiert, nächstes wichtiges Chartmuster, was ich sehe, wird aktiviert, wenn wir hier oben sind bei 2100 US-Dollar. Heißt das für mich, hier eine Tasse-Henkel-Formation, die wird aktiviert, sobald wir hier oben sind, ja, sobald wir ein neues Allzeithoch haben und hier ausbrechen. Erst dann wird diese Tasse-Henkel-Formation aktiviert. Dann Nackenlinie, ja, also die Nackenlinie bzw. gedankliche Linie über der Tasse und dem Henkel hier runter zum Tiefpunkt. Das wird dann einfach kopiert und gespiegelt und hier oben drauf gesetzt. Aktiviert Zielbereich hier oben 3040 US-Dollar. Okay, hier ist sie. Ja. Das ist das Ziel. 3040 US-Dollar. Also ähnlich wie hier. Die über Jahrzehnte aufgebaute Tasse-Henkel-Formation hatte halt hier Ziel von 1800. Haben wir da ein bisschen übersprungen, ja, mit 1900 noch was. Aktiviert 3040. Aber es wird dort nicht Schluss sein. Meines Erachtens wird da nicht Schluss sein, sondern es wird eine dynamische Aufwärtsbewegung geben, weil unser Finanzsystem. Was heißt unser Finanzsystem, sondern das, was halt die Eliten mal sich ausgedacht haben, das steht dem Ende nahe. Außerdem will man ja das Bargeld abschaffen. Also braucht man Chaos an den Märkten. Wohin fliehen? Dann lieber in den Goldmarkt oder in die Goldaktien. Und da springen wir auch gleich rüber. Denn auch wenn du hier gutes Geld verdienst und dein Geld zumindest vor der Teuerung schützen kannst, und auch noch anonym einkaufen kannst, hatte ich ja das letzte Mal gesagt. Ihr habt jetzt letzte Mal die Möglichkeit, eine Unze Gold noch für unter 2000 Euro zu kaufen. Und zwar, das ist noch anonym möglich. Aufgrund der zu erwartenden Preissteigerungen wird das bald nicht mehr möglich sein, weil du einfach die Unze Gold mehr als 2000 Euro hinblättern musst. Dazu können wir irgendwann anders mal noch genauer eingehen. Gut, also springen wir jetzt rüber. Gehen wir rüber zum größten Goldproduzenten. Das ist die Newmont Corporation. Ihr seht das, wenn Gold entsprechend ein bisschen steigt, ja, dann geht so eine Aktie auch schon mal in die Verdreifachung rein. Und wir sprechen hier von dem größten Goldproduzenten. Ja, Gold ist ein bisschen gestiegen, 2015 bis 2016. Und der größte Goldproduzent hat sich verdreifacht. Okay, gleichzeitig in der Korrektur, ihr seht es, ging es auch entsprechend runter vom Hochpunkt. Was ihr feststellen werdet, wenn ihr den Markt ein bisschen länger verfolgt, meistens toppen die Produzenten vor dem Goldpreis. Also bevor der Goldpreis toppt, toppen meistens die größten Produzenten. Aber gleichzeitig, bevor der Goldpreis anfängt, das Laufen anfängt, fangen die Goldproduzenten an zu laufen. Ich weiß, ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt und ich kriege auch den einen oder anderen mit, der mir das dann irgendwann ein paar Monate später erzählen will, was er für Erfahrungen hat. Das ist meistens so, achtet da bitte drauf. Aber genau, wenn so eine Phase vorbei ist, ja, dann heißt das aber auch scharfe Korrektur, wenn der Goldpreis runtergeht. So, und ihr seht es hier bei Newmont. Der Goldpreis ist ja erst vor 2 Wochen ausgebrochen. Jetzt schaut mal hier, im Februar hat Newmont bereits das Tief gesehen. Und Newmont, sehr starke Performance hingelegt, hat nur 38% dieser Aufwärtsbewegungen vom März 20 bis hier hoch, ja, dann ABC. Hat nur 38,2% korrigiert. Das ist sehr, 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 sehr stark.
Ja, also das ist eine innere Stärke im Vergleich zu anderen Goldminenaktien. Und ich habe euch ja Newmont schon mal vorgestellt, aber für die, die sich nicht mehr daran erinnern können, ich verlinke vielleicht auch noch mal ein anderes Video. Wo sind denn die Zielbereiche hin? Das ist ja merkwürdig. Die Zielbereiche sind weg bei Newmont. Okay, gut, dann gehen wir einfach mal auf die Charttechnik rein. Wir haben hier ein Hoch, die Hochs gesehen. Ja, also eine Abwärtstrendlinie von 1987 über 2011. Hier ist der Kurs rangelaufen, hat es nicht geschafft, musste nochmal Schwung holen. Und jetzt hat er es geschafft. Das heißt, wir werden jetzt demnächst neue Allzeithochs haben bei Newmont. Ja, das ist der Fall bei 81,92 $. Dann gibt es neue Allzeithochs. Da werden wir definitiv hinlaufen. Und dann werden wir eine Preisbewegung sehen bei Newmont, die dann sich gewaschen haben wird. Wir werden auf jeden Fall in die Dreistelligkeit hochlaufen. Und wir reden hier nicht von irgendeiner Eintagsfliege, sondern hier von einem knapp 60 Milliarden US-Dollar schweres Unternehmen, was aktuell bereits 3% Dividende ausschüttet. Ja, okay. Genau. Soweit dazu. Also, wer es konservativ und ganz sicher mag, der ist sicherlich bei einer Newmont, beim größten Goldproduzenten, sehr gut aufgehoben. Und weil aktuell die Projektion, warum auch immer, nicht da ist, muss man es halt entsprechend live machen. Hoch, hoch, hoch. So, das Tief. Also haben wir hier Mindestzielbereich von 112 Dollar und zwar für die Welle 3. Eins, dass ihr es seht, zwei, drei, Korrekturphase. Dann müssten wir hier aber nochmal angucken für die Ermittlung, dass wir später auf die 150 Dollar hochkommen. Müssen wir leider abwarten, wie hier die Welle 3 und die Welle 4 sich entwickeln. Ja, weil dann können wir das ähnlich wie beim Goldpreis machen. Wenn das abgeschlossen ist, können wir die Projektion machen und jetzt sagen wir, der Goldpreis läuft ja da hoch. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Dann machen wir hier die Fibonacci-Kennzahlen dran. So, hier hoch, dann korrigiert die 4 auf 38, auf 38,2, sind wir bei 90. 90 Dollar merken wir uns. 90 Dollar legen wir es hier hin. Und Gold hatte ja damals in der Welle 5 diesen ganzen Bewegungsmuster um das 1,618-fache übertroffen. Dann wären wir bei 220 US-Dollar. Das klingt ein Haufen Holz, also es wäre noch mal vom aktuellen Stand 200% Rendite möglich. Was aber nicht untypisch ist, wenn wir Panik an den Aktienmärkten haben, beziehungsweise an den Anleihenmärkten, daher kommt doch das Geld. Ja, aus den Anleihenmärkten geht das raus, geht in die Aktienmärkte und ein Teil schwappt halt in die Goldmärkte und noch ein kleinerer Teil geht halt rüber an die Kryptobörsen. Das heißt, wir werden hier eine massive Explosion sehen, weil die verdienen doch jetzt einen Haufen Kohle, diese Unternehmen. Und die sind alle schuldenfrei. Also wenn hier die Cashbestände genommen werden, um die bestehenden Schulden zu tilgen, dann sind die schuldenfrei und die verdienen jetzt richtig Schotter. Ja, eine Newmont Gold verdient richtig Geld aktuell. So, soweit dazu. Das heißt, hier eine 200% bei so einem großen ist gar nicht so viel. Guckt euch mal die Bewertung von irgendwelchen Tech-Butzen an. Die verdienen noch nicht mal Geld. Die werden nach Umsatz bemessen, den sie in 100 Jahren vielleicht erzielen. Ja, deswegen kommen die auch alle so ein bisschen runter gerade. Ne? Und hier, wer konservativ unterwegs ist, geht dort rein. Gut, soweit dazu zu Newmont. Dann schauen wir uns an Gold. Ach, Gold, ja. Barrick Gold natürlich. Schaut es mal an. Barrick Gold war schwächer drauf. Ja, also zumindest schwächer als eine Newmont. Ihr seht, auch hier Welle 1, A, B, C, aber die C ging deutlich tiefer. Und wenn ihr euch das anguckt, währenddessen eine Newmont beim 38,2 gedreht hat, hat eine Barrick Gold 61,8% Abwärtsbewegung hingelegt. Ja, ist nicht schlimm. Ja,
Aber es zeigt, dass eine Newmont besser bewertet wird, liegt natürlich auch daran, dass die mehr Reserven haben. Ja, und Barrick muss demnächst aggressiv dann zukaufen, ja, um ihre Minenlaufzeit zu erweitern. Genau. Und Zielbereiche hier sind erstmal die 44 bis 46 Dollar. Das heißt, vom aktuellen Stand knapp eine Verdopplung. Wir haben ja jetzt hier schon, auch hier haben wir im Februar gedreht, ne, währenddessen der Goldpreis ja erst ein bisschen später gedreht hat, waren immerhin schon mal 36%, die ja jetzt schon gelaufen ist. Und von hier aus wäre es auch mehr als eine Verdoppelung. Aber selbst wenn man jetzt erst einsteigt bei einer Barrick Gold, ist das eine Verdoppelung. Welle 3, Welle 5, dann hier hoch auf 60 bis 67 Dollar den Bereich, dann hätten wir auch die 200%. Dividende sind 1,4%, Marktkapitalisierung 44,6 Milliarden, also etwas kleiner als Newmont. Aber nichtsdestoweniger für die nächsten Jahre aufwärts gerichtet. Wenn dann hier die Korrektur vorbei ist, Welle 5, sehe ich die Aktie eher bei 76 US-Dollar. Dann schauen wir rüber. Und zwar nehme ich euch jetzt den kleinen Explorer Osino Resources. Osino Resources ist in Namibia. Und zwar der Geschäftsführer habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Ich möchte es euch aber nur erwähnen, weil bei mir der Wecker jetzt angegangen ist, diese Woche oder gestern so zumindest, dass hier gerade ein Ausbruch stattfindet. Der Geschäftsführer war damals bei der Otjikoto-Mine, die jetzt von B2Gold betrieben worden ist. Dem hat nochmal der Tatendrang gepackt und hat gesagt, hier, da müsste Gold sein. Und hat Geld eingesammelt von namhaften Investoren wie Ross Beaty, ja, bekannt Milliardäre. Die haben Geld gegeben, sie haben Gold gefunden und die haben ein riesiges Drillprogramm dieses Jahr von, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, es waren, glaube ich, über 30.000, wenn nicht sogar mehr Meter, die gebohrt worden werden, haben schon relativ viel Gold gefunden und jetzt mit den ganzen Ergänzungsbohrungen, die gemacht werden, werden die sicherlich ihre bisherigen Goldfunde nochmal verdoppeln. Und dann sind die ein potenzieller Übernahmekandidat für zum Beispiel eine Barrick Gold, die ihr zukaufen müssen, oder eine B2Gold, die ja in der unmittelbaren Nähe ist. Wenn man sich die Otjikoto-Mine anguckt in Namibia, allein von der Größenverhältnis, ist diese Liegenschaft hier bei Osino größer, ja, mit viel mehr Goldadern. Das heißt, sie wird eine längere Minenlaufzeit haben. Und wenn man aber weiß, dass Otjikoto sowieso schon eine Cash-Cow ist für B2Gold, ja, einmal investiert und dann jedes Jahr ziehst du deine Kohle raus, wird Osino mit Sicherheit, nein, an der Börse ist nichts sicher, Entschuldigung, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Osino im ersten Schritt Richtung 2 Dollar laufen, und zwar kurzfristig. Und kann dann bis in dem Frühjahr oder sagen wir mal bis innerhalb eines Jahres auf 3 Dollar hochgehen. Spätestens hier, wenn das erreicht ist, gehe ich von aus, dass da eine Übernahme stattfindet. Und dann ist man sowieso raus aus der Aktie. Oder man kriegt dann vielleicht die Aktie von dem, der das Unternehmen übernimmt. Ja, so ist mein Kalkül, weil warum soll man sich dann nochmal den Stress machen und aus dem Explorer eine produzierende Mine entwickeln? Ja, weil das kostet ja auch wieder Geld und Zeit und der Aktienmarkt bestraft das dann meistens, bis man in die Produktion geht. Dann ist es einfacher zu verkaufen. Also hier denke ich, könnte bei 3 Dollar innerhalb von einem Jahr Schluss sein. Ja, weil dann einfach eine Barrick Gold, eine B2 Gold, wie auch immer, dann zugreifen wird bei Osino Resources. So, was ich noch euch zeigen wollte, ist Fresnillo. Das ist ja Silbergold. Ein Produzent ist aber auch sehr, 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 sehr schön abgestraft worden. Im Vergleich zu einer Newmont oder auch einer Barrick Gold. Schaut euch das mal an. Ja, haben wir hier auch eine schöne Bewegung 2008 bis 2011. Aber das Korrekturmuster war nicht 2015 zu Ende, sondern WXY, die wurde erst im März 2020 zu Ende gestellt. Ja, und das heißt aber auch, ja, wenn man so eine lange Korrektur hat, dass die nächste Aufwärtsbewegung extrem impulsiv sein
müsste. Und allein wenn hier die jetzt laufende Welle 3, ja, also wenn das Welle 1 ist, hier ABC schließt Welle 2 ab, dann wäre hier die Welle 3, und die muss ja länger sein als die, darf nicht die kürzeste sein, ist meistens aber länger als die Welle 1, dann ist allein hier der Zielbereich, dass sie gleich lang wäre bei 2590 britische Cent, also 25 Pfund 89. Vom aktuellen Stand, nehmen wir das mal schnell rein, durch 890, wo wir stehen, ist das eine 2,9-fachung zu dem Zeitpunkt. Aber, jetzt kommt das große Aber, das 1,618-fache ist ja erst hier oben erreicht, ja, bei 3.900. 3.900 durch 890 haben wir eine 4,38-fachung. Zeitfenster dafür ist Juni 25. Ist meines Erachtens ganz spannend, weil hier Welle 1, hier Welle 2 und im Vergleich zu den anderen wie eine Newmont oder eine Barrick hat sich hier Fresnillo aktuell noch kaum vom Fleck bewegt. Ja, und das ist eigentlich so die Chance, ähnlich wie bei Ossino, die jetzt gerade anfangen auszubrechen, hier auch bei Fresnillo für die, die jetzt ein bisschen länger gebraucht haben und bei Barrick oder bei einer Newmont noch nicht dabei sind. Hier kriegt man noch eine Aktie zum Abschlag. Ja, auch hier seht ihr 61,8% dieser Aufwärtsbewegung korrigiert. Spricht dafür, dass hier Welle 2 zu Ende gegangen ist. Und weil er hier ja auch anfängt zu reagieren. So, und jetzt müsste sich hier eine 1-2-1-2-1-2-Kombi entwickeln, die dann in einer sehr dynamischen 3 aufwärts gerichtet laufen wird. Ja, bestätigt wird das, wenn wir hier über dem Jahrespivot Wochen, am besten noch einen Monatsschlusskurs, das heißt, bis nächste Woche hat Fresnillo Zeit, wäre geil, Monatsschlusskurs hier über 986, wäre ja immerhin auch schon wieder ein Anstieg von 10%, dann ist automatisch hier nächste Ziel freigegeben, 1520 zu 890, sind 70% Anstieg, also das wird, wenn das geschlossen ist, bam, Herbst, also wir müssen hier Schluss drüber haben, das geht dann sehr, sehr, sehr schnell, ähnlich hier wie diese Phase, schaut euch an, Juni 20, hier hoch bis August, ja, da werden keine gefangen gemacht in dieser Phase, nur hier wird dann wahrscheinlich auch nicht Halt gemacht, sondern wir laufen hier hoch auf diese Widerstandslinie. Also das wäre erster Zielbereich für die Welle 3, vielleicht sogar noch der Ausbruch, dann nochmal ein Retest, ehe es dann weiterläuft. Eine Erweiterung, eine Kurszielerweiterung wäre dann hier oben bei 5.500, also mehr als eine Verfünffachung dieses Wertes in den nächsten 4 Jahren haben wir jetzt noch Zeit dafür. Genau, ist ein bisschen kleiner mit 6,6 Milliarden Pfund, hat aber auch 2% Dividende, also ein bisschen besser als die Newmont, besser als die Barrick Gold, aber mehr Potenzial als die Newmont. Ne? Von daher kann man sich auch ins Depot reinlegen. Bei allen 4 Werten macht man nichts verkehrt. Wobei eine Ossino sicherlich schneller anspringt und stärker anspringt, dann aber das Kurspotenzial bei der Übernahme sicherlich begrenzt ist. Aber an Gewinnmitnahmen ist ja auch keiner gestorben. So, das soweit zum Rundumschlag, zum Gold und zu diesen 4 Werten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann entsprechend Daumen hoch, Kommentare bitte unten drunter. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Ich sehe zu, dass ich mich beeile, Kryptomärkte, weil da könnte sehr wahrscheinlich sogar ein Tief drin sein. Nichts Genaues weiß man nicht. Schauen wir uns aber auf jeden Fall an als nächstes. Ob ich es heute noch schaffe, weiß ich nicht. Bleibt auf jeden Fall, macht die Glocke an. Dann seid ihr immer up to date zum nächsten Video und verpasst auf jeden Fall den Kryptomarkt nicht. Gut. Das war's von meiner Seite. Ich melde mich ab. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover.